Das ist natürlich doof. Jetzt verstehe ich auch, warum sie es woanders hinsetzen. Na gut, dann setzen wir das hier hin. Dann kann der Lagerbereich hier ein wenig ausgebaut werden. Um zwei Felder, um genau zu sein. Was? Gehirnwürmer? Deine Arbeiter scheinen von einem merkwürdigen Parasiten befallen zu sein. Sieh zu, dass du sie loswirst. Welche Arbeiter? War da gerade einer? Oh, ich glaube, das war der erste. Oh, da ist ja noch ein Blub. Oh, noch ein Blub. Wo ist der? Hier. Bad, schmeiß hier das Zeug in den Müll. Da war noch irgendwo ein Blub. Nee, noch keiner. Bisschen. Aus Versehen drauf gedrückt. War der hier? Das sieht so aus. Ah, das war er. Und nochmal 5000 auf dem Konto. Yeah! Aber es geht schnell. Also da sind sie gut drin. Das musst du denen lassen. Das geht flink. Klebe, klebe den Plattenspieler. Und demnächst gießen wir das Ding aus Metall. Was? Und dann gibt's die schrägen Töne. Eine -3er-Laune hier. Ein paar Maschinen plus die Pflanzen. Sieht doch gut aus. Oh, Räumchen. Jedes Räumchen bringt ein Träumchen, was? Ja, yeah, einer fertig. Oh Mann. So, dann haben wir das. Dann passt da oben noch eine Tür rein. Und dann haben wir den Raum mehr als ausgereizt, muss ich sagen. Also kleiner geht das Gewölbe wirklich nicht mehr. Oh Mann. Oh, da oben muss was repariert werden. Dann haben wir noch eine Laune von 22 da drinne. Also so groß darf ein Raum sein. Das ist gut zu wissen. Weil dann können wir nämlich das als einen Raum machen. Dann sparen wir uns eine Tür.
Wobei das, glaube ich, auch nicht allzu gut ist, aber okay. Und wieder nur einer. Es ist schön, dass sie erst die Tür setzen. Kommen wir doch bis hinten in die Ecke rein. Ich habe schon Angst gehabt, die kriegen da hinten den letzten Pfosten nicht. Ja, du kannst da rein theoretisch groß wie sonst was, aber das ist dann so ein Minus auf dem Raum, das gleichst du mit Deko nicht mehr aus. Also nicht, zumindest mit der Deko, die wir zurzeit haben, nicht. Das habe ich ja hier gerade gehabt. Da habe ich gerade mal einen Plus von 1 gehabt oder so. Mit den ganzen Maschinen noch drin und hast du nicht gesagt. Nee. Nee. Muss nicht sein. Das muss dann echt nicht sein. Ja, das Problem ist nur, wenn ich jetzt die Wand wegmache, dann habe ich wieder nur die Hälfte von den Sachen. Das ist auch doof. Oder ich gucke, stell die Sachen nochmal zurück und gucke, wie es dann ausschaut. Dann könnte ich da oben nämlich den Metallbereich machen. Genau. Genau. Genau das ist der Plan, Snoopy. Das ist der perfekte Plan. So müssen wir das machen. Nur ist das Problem, wenn ich jetzt die ganzen mit Holzsachen wieder da reinstelle, das gleiche ich nie und nimmer aus. ...21.000 haben wir noch auf dem Konto. Und wir bräuchten rein theoretisch auch noch eine zweite Ladebucht. Falls wir mal so weit kommen sollten, heißt. Ein bisschen auf die Zeit achten hier. Fraglich, fraglich. So.
Grammophonas ist auch fast fertig. Ich habe nur das ungute Gefühl, wir haben nicht genug Ablagefläche. Müssen wir den Raum noch erweitern? Oh Mann. Naja, ich bin bis jetzt nicht so gekommen, hier was aufzunehmen. Das ist jetzt gerade so ein bisschen... bisschen doof. Ach, Mensch. Das Einzige, was ich die Woche jetzt wirklich geschafft habe, ist, meine Folge zu rendern. Ist das fies. Ich weiß nicht. Ich habe nicht genug Platz. Ganz einfach. Es fehlt einfach der Platz. Ach, ist das fies. Oh. Wieso hattest du für heute keine mehr oder was? Ist ja Samstag, Sonntag ist ja Ruhepause und am Montag geht's wieder weiter. Ja, gut, okay. Es ist ja. Du musst doch noch gucken, dass deine Leitung das mitmacht mit dem Serverprojekt in dem Fall. Oh. Hm. Okay, ich hatte zum Glück bis 24 hochgeladen. Ja, 25 habe ich gestern gerendert und heute früh hochgeladen. Ah, das sieht doch gut aus. Na, wenigstens mit dem Upload funktioniert. Da war ja der Download das Problem, ne? Drei Streams gleichzeitig möglich. Also, mit dem 40... Upload, den wir hier haben. Und ich übertrage das ja mit 4.5. Kannst du noch ein paar mehr Streams laufen lassen? Also, das sollte kein Problem sein. Als nur 3. So. Ich weiß immer noch nicht, was ich jetzt mit diesem Raum hier mache. Am liebsten wäre es mir, wenn ich die noch einmal, nur zumindest einmal unterteile. Hilfe, das ist die Invasion der Grammophons. Echt? Okay. Dann müsstest du mal die Fritzbox zurückschicken. Müssen sie dir eine neue geben?
Ach, schilderst du den halt. Bricht jedes Mal ab, das kannst du nicht benutzen. So, was haben wir denn hier? Oh, was haben wir denn hier? Liefere mehr als 50 mittlere Produkte. Das waren 50, das waren mittlere Produkte? Oh, ich habe mittlere Produkte fertig. Jetzt nur noch 150.000 und dann habe ich den nächsten Meilenstein. Okay. Dass das jetzt so schnell geht, hätte ich jetzt nie gedacht. Die standen echt unter Mittel? Sehe ich nicht. Hey, guck dir das mal an. Ein Tisch. Ein anpassbarer Tisch. Tisch plus kleiner Aufzug gleich Liebe. Was? Was? Oh Mann. Was? Ein Bobbycar? Ein kleines Spielzeug, mit dem Kinder fahren und überraschend schnell werden können. Wird auch der Knieabschürfer genannt. Das ist auch nicht schlecht. Alter. Also da haben es also bei uns schon ein paar Schuhe zerfetzt, muss ich sagen. Also so ohne sind die Dinger nicht. Ein einfacher Stuhl. Brauche ich. Braucht ja, glaube ich. Nee, Sachen. Was war das? Da kommt Plastik mit drinne vor. Das ist fies. Das kriege ich nicht hin. Ich habe noch nichts, was Plastik macht. Oh ja. Okay, 50 Streams, das will ich sehen. Ja gut, mit 320p. Also rein theoretisch brauche ich für die 720p, die ich hier habe, ja eigentlich noch nicht mal die 4.5. Die 4.5 sind jetzt zurzeit eigentlich nur Luxus in dem Sinne, wenn man das ja so sieht. Dafür brauche ich erstmal die 9 Metall. Wisst was? Wir machen jetzt erstmal hier. Ich glaube, ich ein paar Tische. Oder? Tische? Da geht der Preis abwärts. Da sagt der Preis ab, das Zeug ist nicht gut. Also für schnelles Geld ist das nicht schlecht, aber. Ich glaube, ich kann sie gerade ein wenig in die Tonne kloppen. Das hat mit Stoff zu tun. Die Skier, hier kannst du eine Tonne treten, das geht sowieso ein Bach runter. Ja. Ein theoretisch brauchst du eigentlich nur 2100 für 720p. Klappt auch. Gucken wir mal, was die Stühle brauchen. Ah, siehst du, das ist ja schon Komfort. Dafür brauchen wir nämlich die Nähstation. Und die habe ich nicht. Okay. Mach mal hier noch einen Auftrag. Nee, ich wollte jetzt eigentlich mal eins der stinknormalen Aufträge machen. Das ist jetzt hier gerade. Bäh. Mach mal hier. Das sieht doch gut aus.